Hey, hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video auf diesem Kanal. Ich bin seit heute neuer Vertreter und dachte, ich mache den anderen Jungs einfach mal direkt nach und mache ein 20 Fakten über mich Video. Fangen wir an! Mein Name ist Daniel, ich bin 22 Jahre alt und wohne seit ca. 2 Jahren in meiner eigenen Wohnung mitten in Wien. Meine Namens- und Personenstandsänderungen sind leider noch nicht beantragt. Ich hoffe, dass ich diese Woche dafür Zeit finde. Und auf Testo bin ich leider auch noch nicht, wie ihr vielleicht hören könnt. Ich schätze, dass sich das innerhalb der nächsten 1 bis 2 Monate ausgehen sollte, wenn der Therapeut mitspielt. Ansonsten, ich wohne nicht alleine in meiner Wohnung, mit mir gemeinsam wohnen. Ja, einer ist gerade, die Richtung. Ein Kater ist gerade hinter mir hochgesprungen, der andere pennt gerade irgendwo und lässt sich's gut gehen. Beruflich bin ich als IT-Allrounder oder Webentwickler oder Programmierer tätig und nebenberuflich oder eher hobbymäßig bin ich Rettungssanitäter und ich habe meine kommissionelle Abschlussprüfung jetzt im Juli, August herum. So, also Daumen drücken. Ich liebe gute Musik. Einziges Problem an der ganzen Tatsache ist einfach, dass ich gute Musik einfach so seltsam definiere, dass kaum ein anderer derselben Meinung ist wie ich. Neben einer guten Musik liebe ich gute Filme. Unter anderem, ich gebe euch jetzt einfach mal einen voll diskreten Hinweis. Ich glaube, man hat verstanden. Abgesehen von Star Wars liebe ich noch Snatch. Wirklich lustiger Film mit Brad Pitt. Einer Flug übers Kuckucksnest ist auch unbedingt ein Film, den man gesehen haben muss. Und genauso wie Dracula. Tod aber glücklich, meine Katzen drehen gerade voll durch. Seltsam. Okay. Den Winter habe ich besonders gern. Und ich freue mich jetzt auch schon tierisch, wenn der Sommer wieder vorbei ist. Es gibt eine einzige positive Sache am Sommer. Und die ist, dass ich endlich wieder longboarden kann. Ich wünschte, ich könnte es besser. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, um es besser lernen. Um es besser zu lernen, habe ich leider nicht, aber das bisschen Zeit, was mir bleibt, verbringe ich hin und wieder auf dem Longboard. Was Piercings angeht, meine Katzen sind so seltsam teilweise. Was Piercings angeht, ich hatte mal ein Unterlippenpiercing und ein Augenbrauenpiercing und ich habe auch mal, da sieht man es teilweise noch, also ich habe Lachs und an den Ohren gepierst. Tattoos habe ich leider noch keine. Ich wüsste zwar schon die Motive, aber ich habe einfach leider keine Zeit, um wirklich stechen zu gehen. Und das zweite, viel wichtigere Problem, was wird das erste Motiv sein? Ich meine, ja! ja. Ich werfe extrem gerne mein Geld raus für allen möglichen Technikkram, also von neuem PC bis hin zu Xbox oder einem Amazon Fire TV Stick. Also ich brauche neues Spielzeug hin und wieder, das ist unfassbar. Ich bin auch absolut kein Morgenmensch. Ich schlafe lieber ein paar Stunden länger und habe dann abends eher die Motivation, irgendwas zu tun. Ja, meine Ziele so für die nächsten paar Jahre wären zumindest mal Haus bauen oder Haus kaufen und raus aus der Stadt und rein ins Grüne quasi. Und vielleicht noch so zum Abschluss. Ich bin ein wahnsinniger Internet-Nerd und Internet-Junkie. Es gibt ein paar Webseiten, die ich täglich besuche, unter anderem Facebook, Twitter, YouTube und Reddit. Aber auch, falls ihr Technik interessiert seid, solltet ihr mal vorbeischauen auf Future Zone und Golem. Ja, das war's vorerst mal von mir. Ich hoffe, dass ich bald ein Themenvideo anfangen kann. Und bis dahin, ciao!